Ausrichtung auf eine methodisch aufpolierte historische Topographie und auf Survey-Forschungen ein neues Kapitel griechischer Geschichte aufgeschlagen haben. Ein Kapitel, in dem Raum und Räumlichkeit völlig neu verhandelt wurden. Was zuvor angestaubte Landeskunde war, wurde jetzt zum Rennauto in einer ebenso aufregenden wie rasanten Wissenschaftsrallye in Gefilde jenseits von Athen und Sparta. Städte, Bünde, Bundesstaaten, eine Fülle lokaler und regionaler Lebenswelten. Der technologische Fortschritt der letzten Jahre ermöglicht es uns, menschliches Handeln neu zu erfassen, auszumessen, zu quantifizieren, zu visualisieren und auch bis in tiefen Schichten zu verfolgen, die bis dato nur in aufwendigen archäologischen Grabungen erschlossen werden konnten. In der Folge weichen zweitens auch die methodisch-disziplinären Fächergrenzen in den Altertumswissenschaften weiter auf. Positiv gewendet, die Disziplinen wachsen enger zusammen, wobei immer neue Synergien entstehen. Die Archäogeschichte, synonym für eine methodisch innovative Annäherung an vormoderne Geschichte, ist dafür nur ein besonders prominentes Beispiel. Und drittens eröffnen postkoloniale Theorie und Global History neue Perspektiven auf das Studium der alten Welt. Ja, sie zwingen uns zur Neuverhandlung, zu einem Überdenken der geläufigen, der gängigen Narrative. Kostas Vlasopoulos, einer der Vordenker in Fragen der Narrativierung griechischer Geschichte. Vlasopoulos hat jetzt gefordert, die Polis als historische Erzähleinheit ganz aufzugeben. Wo alles mit allem verwoben ist, ist die Stadt, so Vlasopoulos, nur noch eine Hülle im dichten Geflecht lebensweltlicher Netzwerke. Eine heuristische Kategorie, aber keine historische. Wiewohl ich die Grundbeobachtung teile, komme ich zu einem komplementären Schluss. Gerade weil der lokale Horizont eine solche Gravitationskraft besitzt, muss menschliches Handeln in der vernetzten Welt zuallererst einmal dort verstanden werden, wo es seine stärkste Sinngebung erfährt. Meine Damen und Herren, unsere Welt ist komplizierter geworden, schneller, globaler, aber auch fragmentierter, zerrütteter. Diese Komplexität ist Ansporn und Herausforderung zugleich, vor allem in den humanen Wissenschaften. Was wir tun, wie wir es tun und warum, diese Fragen müssen sich an den neuen Realitäten der globalen Moderne orientieren. In der griechischen Geschichte könnten wir nicht besser aufgestellt sein, um die Debatte zu Globalität und Vernetztheit mit historischer Tiefe anzureichern. Die polyzentristische, partielle, nicht lineare, widersprüchlich kompetitive, in einem Wort die lokale Welt des antiken Griechenlands, hat in der Konversation über menschliches Handeln im 21. Jahrhundert mehr zu bieten denn je. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Thank you.